Mit der Zustimmung aller Koalitionspartner stehen jetzt die Leitplanken bis 2021 fest. Und im Koalitionsvertrag bekennen sich die Parteien zu dem Industriestandort. Das ist ein gutes Signal für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaftsstandorte. Aus meiner Sicht ist dabei eine Frage zentral. Werden wir es in Deutschland schaffen, die Energiewende und die Anforderungen eines modernen Industriestandortes miteinander zu vereinbaren, um so den Klimaschutz voranzubringen? Die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit gestalten wir seit Jahren mit. Zum einen mit unseren Produkten, zum anderen mit neuen Produktionsverfahren. Damit wir diesen Beitrag auch in Zukunft leisten können, braucht es drei Dinge. Erstens wettbewerbsfähige Energiepreise, denn Deutschland steht hier im internationalen Wettbewerb. Zweitens ein Abbau unnötiger Bürokratie, denn neue Anlagen müssen hierzulande endlich einfacher und schneller genehmigt werden. Und drittens zusätzliche Investitionen in Forschung und Bildung, also in kluge Köpfe und in eine technologieoffene steuerliche Forschungsförderung. Das sind die richtigen Ansätze. Damit können wir Innovation auf den Weg bringen, was wir uns in der Zukunft für alle Unternehmen wünschen, unabhängig von deren Größe. Denn ich bin überzeugt, dass eine innovationsstarke chemische Industrie und ein innovationsstarkes Chemieunternehmen wie Covestro ein entscheidender Partner für eine erfolgreiche Energiewende ist. Und dafür setzen wir uns im Dialog mit der neuen Bundesregierung weiterhin ein.